Die VfL TV News werden Ihnen präsentiert von Hase & Co. Kompetenz für Profigastgeber. Ja, Tag zusammen. Herzlich willkommen bei den VfL News. Ausgabe vor dem vorletzten Heimspiel der Saison gegen den FC Carl Zeiss Jena hier am kommenden Samstag. Einsteigen wollen wir mit einem Rückblick nochmal auf das letzte Auswärtsspiel vom vergangenen Sonntag beim VfL Aalen. Leider eine 1:2 Niederlage trotz Führungstor von Jules Reimering, aber trotzdem ein kleines Erfolgserlebnis. Das Tor, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Aber er bekam nochmal eine Chance, 4 Minuten nur später. Krasniqi mit dem Ballgewinn treibt das Leder durchs Mittelfeld und sieht Jules Reimering und dieses Mal der Holländer mit einem Zuckerstückchen. Technisch fein gemacht, den wollte er so, den machte er so, sagte Dankeschön und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und die Hoffnung, die eigene Serie, 8 Pflichtspiele ohne Sieg, endlich beenden zu können. Der VfL Osnabrück mit 1:0 in Führung durch Jules Reimering. Der Mannschaftskapitän Christian Groß war nach der Niederlage in Aalen relativ bedient. Hier zeigen wir euch nochmal einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview, das Kollegin Sven Jakini dann nach dem Spiel mit ihm geführt hat. Einfaches Gegentor haut uns aus der Bahn raus, wo, was ich gerade schon gesagt habe, wo ich eigentlich dachte, dass wir einen Tick näher sind, das Spiel zu gewinnen und auch dem zweiten Tor. Von daher ist einfach mal wieder unerklärlich und ich weiß auch nicht, was ich Woche für Woche sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen versuchen, irgendwas zurückzugeben. Ne? Also wir schaffen es Woche für Woche nicht, den Fans Dankeschön zu sagen auf irgendeine Art und Weise. Heute sind wieder gefühlt 200 Fans mitgekommen und es ist Enttäuschung einfach jedes Spiel. Ja, und da müssen wir einfach gucken, dass wir an der Brücke irgendwie die nächsten beiden Spiele gewinnen. So, Leute, Aalen haken wir jetzt ab. Wir sind vor dem Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena, bewegen uns aber noch mal einmal weg von der dritten Liga, machen noch einmal den Schwenk in die U19-Bundesliga, die A-Junioren-Bundesliga, in der die U19 vom VfL Osnabrück sensationell, möchte man schon sagen, den Klassenerhalt schon vor Saisonende festgemacht hat in der höchsten Spielklasse der A-Junioren. Wir haben dazu am Donnerstag ein kurzes Interview geführt mit U19-Cheftrainer Marco Tredup und mit Alexander Ukro, dem Leiter vom VfL-Nachwuchsleistungszentrum. Und das Interview, das seht ihr jetzt. Hallo von der Illushöhe, ich stehe hier im Leistungszentrum des VfL Osnabrück mit Cheftrainer der U19 Marco Tredup und Alexander Ukro, Leiter des Leistungszentrums. Erstmal Glückwunsch, Trede, ihr habt den Klassenerhalt gesichert mit der U19. Schwierige Liga mit vielen guten, hochklassigen Standorten. Wie groß ist der sportliche Erfolg zu werten, dass ihr den Klassenerhalt schon so früh in der Saison realisiert habt? Ja, vielen Dank erstmal. Stellenwert ist sehr, sehr hoch anzusetzen, gerade wenn man schaut, wie viel gute Leistungszentren und von Bundesligisten, Zweitligisten da in der Liga vertreten sind, die wir auch teilweise hinter uns gelassen haben. Und im Grunde genommen, sag mal, die zweigeteilte Bundesliga, so wie sie sich in der Nord-Nordost darstellt, sind wir im vorderen Drittel sozusagen. Ja, weil mit den Mannschaften, die ganz oben stehen, können wir uns so noch nicht messen, aber haben wir zumindest ganz gut gemacht, ja. Das ist ein gutes Stichwort, denn ich kann mich an eine Sendung bei Sky 90 erinnern, als Ralf Rangnick vor einigen Wochen sagte, es könne ja nicht angehen und meinte damit die Kritik an seinen eigenen Nachwuchsleistungszentren, könnte ja nicht angehen, dass ein Verein wie der VfL Osnabrück vor RB Leipzig steht, was vor einigen Wochen noch der Fall war. Heißt das im Umkehrschluss für uns aber auch, die Arbeit, die hier geleistet wird, ist extrem effizient? Sie ist effizient und da muss man auch den Jungs, die da auf dem Platz arbeiten und auf dem Platz stehen, unheimliches Kompliment machen, wie sie es gemacht haben. Und eben halt diese Momentaufnahme, dass wir vor Leipzig standen, das ist eine tolle Sache. Wir haben natürlich jetzt einen leichten Rückstand, aber grundsätzlich ist es eine tolle, tolle Geschichte, wie wir da gearbeitet haben. Das ist der Klassenerhalt der U19. Ucke, Frage an dich. Es gibt ja noch weitere Teams im Leistungszentrum. Wie fällt so dein sportliches Zwischenfazit aus, so kurz vor Ende der Saison? Ja, insgesamt, glaube ich, geht es darum, dass wir zuerst Spieler ausbilden, um möglichst die für den VfL die erste Mannschaft auszubilden. Des Weiteren wollen wir eine gute Ausbildung abliefern. Wir hatten in diesem Jahr die Situation, dass wir in der Saison auch dann Personal an die erste Mannschaft verloren oder ausgebildet haben. Und das war gar nicht so einfach gewesen, das auch zu kompensieren. Sehr schwer gewesen sogar. Und da nochmal ein Kompliment an alle Mitarbeiter im Leistungszentrum, die, glaube ich, über das normale Maß hinaus Gas gegeben haben, sofort eingesprungen sind und das möglichst schnell auch kompensiert haben. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir neben der Ausbildung der Spieler
auch auf die Tabellen natürlich gucken im Leistungsbereich und da mit der U19-Klassenerhalt auf dem richtigen Weg sind, mit der U17 im Aufstiegsrennen sind in die Bundesliga, da auch auf einem sehr guten Weg sind, in der U16 eine gute Rolle spielen in der Niedersachsenliga. Auch die U15, die zwar nicht Leistungsbereich ist, aber Aufbaubereich. Und da möchten wir auch möglichst in der höchsten Liga spielen. Da sind wir auch auf einem guten Weg, sind im Augenblick auf dem Platz 2, haben am Wochenende ein ganz wichtiges Spiel in Oldenburg gegen Nordwest, wo wir die Tabellenführung erreichen könnten. Und da sind wir zufrieden, freuen wir uns drüber, aber es ist eine Zwischenbilanz. Bei der U19 ist es schon fast zu Ende, es ist aber sicher, dass wir drinbleiben. Bei der U17 und U16 und U15 geht es noch weiter. Bei den Mannschaften im unteren Bereich ist auch die Saison noch lange nicht zu Ende. Da möchten wir auch unsere Jungs weiterhin ausbilden. Aber insgesamt sind wir Stand heute sehr zufrieden und sind aber auch schon mit den Gedanken in der nächsten Saison ganz klar. Und der Fußball ist eine Saison zu Ende, die nächste geht schon lange los. Und da sind wir in den Planungen und eine ganze Menge Arbeit liegt vor uns. Aber das ist ein gutes Stichwort. Insofern, das Leistungszentrum ist vielleicht jetzt für einen Außenstehenden nicht so sehr ein Begriff. Kann sich darunter was vorstellen? Kannst du so einen kurzen Abriss mal geben? Wie sieht so eine tägliche Arbeit hier aus? Wie viele Spieler habt ihr hier? Wie viele Mitarbeiter? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, vielleicht erstmal zum Begriff Leistungszentrum. Also es gibt ja viele Jugendabteilungen. Wir sind eins von 54 anerkannten Leistungszentren, müssen also jedes Jahr ein Anerkennungsverfahren durchlaufen. Dazu gehören gewisse Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen. Das sind Hauptamtlichkeit, wir müssen Trainerlizenzen nachweisen. Alle unsere Spieler werden einmal im Jahr internistisch und orthopädisch untersucht, ob sie Leistungssport treiben können. Wir haben ein Ausbildungskonzept. Wir arbeiten nicht nur kurzfristig, sondern arbeiten mittel- und langfristig. Die Arbeit sieht so aus, dass wir 150 Spieler in etwa haben bei uns im Leistungszentrum. Etwa 50 Mitarbeiter, die ehrenamtlich, geringfügig beschäftigt oder auch hauptamtlich an der Ausbildung der Jungs jeden Tag arbeiten. Wir sind zwar ein Leistungszentrum, aber ich glaube, der familiäre Aspekt spielt auch eine sehr gute Rolle. Wir bilden Spieler der Region Osnabrück aus, haben auch, ich glaube, ein ganz gutes Ansehen, haben viele Kontakte in der Region mit anderen Vereinen und sind stolz, dass wir das Leistungszentrum der Region sind und hier die Spieler ausbilden können. Das ist in der Region, hast du gerade selber gesagt. Also seid natürlich auf Spieler aus der Region angewiesen und wollt auch gerade Spieler aus der Region fördern. Dazu habt ihr jetzt auch eine Einladung an Vereine ausgesprochen. Am Samstag sind einige Vereine zu Gast beim Brückentag gegen den FC Carl Zeiss Jena an der Bremer Brücke um 14 Uhr. Was hat es damit auf sich? Ja, ich glaube, die Region Osnabrück, die braucht eine sehr gute Ausbildung für die Jungs. Die liefern wir, aber genauso auch liefern das die Breitensportvereine in der Region, die da eine sehr gute Arbeit machen und die Jungs im kleineren Alter auf den Fußball vorbereiten oder da ausbilden. Und diese Bereitschaft von den Breitensportvereinen oder von den Trainern auch, nachher ihre besten Spieler an den VfL abzugehen, die ist nicht bei allen unbedingt so gegeben. Ich meine, die Ausbildungspyramide des DFB, du bist sehr erfolgreich, wir sind immerhin Weltmeister und da ist es schon vorgesehen, dass die Spieler irgendwann vom Breitensportverein ins Leistungszentrum gehen. Da streiten sich viele Experten über den Zeitpunkt des Eintritts in den Leistungssport. Sicherlich auch, kann man nicht pauschal sagen, mit 10, mit 11, mit 12, mit 13 ist es für jeden das Richtige. Da muss man immer individuell sich austauschen. Da sind wir im Austausch gerade mit den Stützpunkttrainern, die ja in der Regel dann ab einem gewissen Alter auch die Vorsichtung schon machen. Und auch die Breitensportvereine sind an dieser Ausbildung beteiligt. Und dann möchten wir uns bedanken bei den Breitensportvereinen, die diese Spieler ausbilden und laden die zum Punktspiel ein der ersten Mannschaft. Freuen uns, dass wirklich viele kommen und sich den VfL angucken und irgendwann mal sehen, wo der Weg enden kann. Und da freuen wir uns drauf und sind auch sehr dankbar, dass da in dem Breitensportverein auch unter schwierigen Bedingungen so eine tolle Jugendarbeit geleistet wird. Tolle Geste, also sind viele Vereine am Samstag gegen den FC Carl Zeiss Jena an der Bremer Brücke. Uke, dir viel Erfolg im administrativen Bereich, im Leistungszentrum. Trede dir auch viel Erfolg noch weiter mit der U19 bis zum Ende der Saison und darüber hinaus natürlich auch. Ein kurzes Gespräch mit Trede und Uke heute aus dem Leistungszentrum. Wir halten euch natürlich auch in Zukunft auf dem Laufenden.
So, weg vom Jugendfußball hin zum eigentlichen Geschehen sozusagen, zum Profifußball, zur dritten Liga und damit zum nächsten Spiel gegen den FC Karlsruhe Jena hier in der Bremer Brücke. Heute hatten wir hier im Presseraum die obligatorische Spieltagspressekonferenz mit VfL-Cheftrainer Daniel Thun und mit Mittelfeldspieler Sebastian Klaas. Und die wichtigsten Aussagen aus der PK, die habe ich für euch kurz zusammengeschnitten und die kommen jetzt. Ja, ich glaube, was du gerade ansprachst, formal gesichert, ja, aber es sollte für uns ja immer noch so sein, dass wir rechnerisch alle Mannschaften hinter uns halten, die auch aktuell hinter uns stehen. Also das heißt, wir wollen sportlich mehr Punkte haben, auch ohne die Abzüge von Chemnitz und Erfurt. Zudem Werder Bremen, die uns ja nicht mehr einholen können, aber die drei wollen wir hinter uns halten. Wir wollen keine Zufriedenheit walten lassen, sondern wir wollen wirklich zusehen, in diesen zwei Heimspielen nochmal maximal ans Limit zu gehen, nochmal alles rauszuhauen. Auch wenn ich es mehrfach gesagt habe, wir sind in der Bringschuld, wir haben sehr viel Kredit verspielt. Wird sicherlich schwierig sein, diesen Kredit zurückzugewinnen. Aber es sollte sicherlich immer noch für jeden Zuschauer erkennbar sein, dass wir uns zerreißen. Das hat die Mannschaft in allen ansatzweise, glaube ich, ganz gut wieder getan. Zumindest eine Reaktion auch gezeigt auf das Paderborn-Spiel. Aber klar, wir sind zu Hause, wir wollen unbedingt mal wieder gewinnen und zudem natürlich auch mit der Möglichkeit, dass wir noch ein, zwei Plätze klettern können, auch in den letzten drei Spielen alles raushauen. Ja, es wird, denke ich, genau wie im Hinspiel auch wieder ein relativ enges Spiel. Es gab, glaube ich, im Hinspiel auch auf beiden Seiten Torchancen, um auch in Führung zu gehen und das Spiel dann letztlich für sich zu entscheiden. Jena spielt eine gute Saison als Aufsteiger und ist gerade über die Basics sehr erfolgreich, eine körperlich robuste Mannschaft und da gilt es einfach dann gegenzuhalten am Wochenende und dann hoffentlich auch wieder ein positives Erlebnis hier mitzunehmen an der Brücke. Ja, ich teile so ein bisschen die Ansicht von Sebastian. Ist eine Mannschaft, die in dieser Liga eine richtig gute Rolle gespielt hat nach dem Aufstieg, so nie wirklich Probleme hatte, sich mit den unteren drei Plätzen auseinanderzusetzen. Eine sehr robuste Mannschaft, aber auch sehr dynamisch. Haben viele gute Offensivspieler mit viel Qualität. Haben es geschafft, in der letzten Woche nach vielen Monaten auch mal wieder auswärts zu gewinnen in Bremen. Also das ist ja mit einem sensationellen Tor, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von dem Torhüter über den anderen Torhüter hinweg. Also da ist sicherlich viel Freude da, dass man diese Liga auch erhalten hat und im nächsten Jahr was ausprobieren möchte. Und eine Mannschaft, die vielleicht auch jetzt offensiv nach vorne spielen wird hier an der Bremer Brücke. Mit vielleicht auch den ein oder anderen Veränderungen, weil sie auch gesperrte Spieler haben mit dem Kevin Pannewitz und mit dem Timmy Thiele, somit da auch wieder Veränderungen auf uns zukommen. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel und ich freue mich auch auf den Kollegen Marc Zimmermann. So, und am heutigen Girls Day habe ich mir auch ein bisschen Verstärkung mit an die Seite geholt. Das ist Emma. Hallo. Ihr habt sie vielleicht schon gesehen auf unserem Insta-Kanal. Sie hat heute die Insta-Stories übernommen. Kommen wir natürlich zu einem ganz wichtigen Punkt noch der VfL News, und zwar zum Merchandise der Woche. Und da haben wir in dieser Woche als erstes das Trikot vom VfL Osnabrück für 39,99 €. Das Trikot vom VfL Osnabrück für 39,95 €. So sieht's aus im Fanshop und im Online-Shop erhältlich. Ansonsten auch im Sporthaus LMT Sport. Und ganz wichtig, Frühling und Sommer stehen vor der Tür. Die VfL Sonnenbrille. 12,95 € das Teil im Online-Shop und im Fanshop. Liegt für euch bereit, also schaut mal vorbei, wer interessiert ist. Ist ein schönes Teil. Emma, danke für den Moment. Und damit kommen wir ganz kurz zum letzten Ausblick, und zwar zur Ticketsituation fürs Heimspiel gegen den FC Karlsruhe Jena. Es gibt für alle Bereiche noch ausreichend Tickets. Für Kurzentschlossene kommt ansonsten zur Tageskasse. Wir empfehlen allerdings immer den Vorverkauf, um mögliche Zusatzgebühren, zum Beispiel den Tageskassenausschlag von 2 € zu sparen. Ansonsten auch noch ein tolles Gruppenangebot für Schulen und Vereine, die schon stehen für ab 5 € an der Bremer Brücke. Jetzt können bei den nächsten beiden Heimspielen, bei den letzten beiden Heimspielen gegen Jena und gegen Bremen. Das könnt ihr ansonsten auch noch nachlesen auf www.vfl.de, steht bei uns in den News. Alle Hinweise findet ihr da. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, kommt noch auf jeden Fall zweimal ins Stadion, auch wenn die Saison sicherlich nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle gewünscht haben. Die Mannschaft hat die Unterstützung in den letzten zwei Heimspielen auf jeden Fall nochmal verdient. Und wir würden uns natürlich über jedes bekannte Gesicht hier an der Bremer Brücke nochmal freuen. Also Samstag, 14 Uhr, Heimspiel gegen den FC Karlsruhe Jena. Ich zähle auf euch. Macht's gut. Ciao.